Hallo, herzlich willkommen zur Mondiale Live. Ich will mit euch heute einen Trickfilm zusammen machen. Und zwar einen Scherenschnitt-Trickfilm. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Scherenschnitt ist. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Also, ein Scherenschnitt ist eine aus Papier ausgeschnittene Figur. Und da sind auch zum Teil Innenräume ausgeschnitten. Und ihr seht, alles, was ausgeschnitten ist, da kann man durchschauen. Und durch das Papier kann man eben nicht durchschauen. Und dann legen wir diese Scherenschnitte auf einen Tisch, der von unten beleuchtet ist. Und dann machen wir ein Foto, dann bewegen wir die Figur ein bisschen, machen wieder ein Foto, bewegen die Figur, machen wieder ein Foto, bewegen die Figur wieder. Und dann müsst ihr euch vorstellen, haben wir ganz viele Fotos, die ziemlich ähnlich sind, aber doch nicht gleich. Und wenn wir die ganz schnell hintereinander abspielen, dann sieht das aus wie ein Film. Und die Figuren bewegen sich quasi wie von alleine. Und wie ihr so einen Scherenschnitt machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar malt ihr eine Zeichnung und da ist wichtig, dass die Zeichnung möglichst viele schwarze Flächen hat, weil alles, was schwarz ist, ist dann später Papier und alles, was weiß ist, ist später durchsichtig. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr eine Figur macht, die sich sogar bewegen kann, wie diese. Da sind nämlich dann Oberarm und Oberschenkel, alles einzeln gezeichnet und dann später zusammengeknotet. Und dadurch sind dann die Figuren beweglich mit Gelenken. Und vielleicht wundert ihr euch jetzt, wer die alle ausschneidet. Also wir brauchen dann eine Zeichnung und dann haben wir dafür eine Maschine. Und dann werden die Scherenschnitte mit einer Maschine ausgeschnitten. Und weil wir ja gerade im Moment gar nicht zu euch kommen können mit unserem ganzen Equipment, also mit den Kameras und den Leuchttischen und den Scherenschnitten, will ich euch jetzt unsere Webseite zeigen, weil man nämlich auf der Webseite auch Trickfilme machen kann mit den ganzen Scherenschnitten, die jetzt schon in 5 oder 6 Jahren mit ganz vielen Schülern entstanden sind. Wir machen nämlich schon seit 6 Jahren machen wir immer in Willkommensklassen, also Klassen, in denen Schüler sind, die gerade neu in Deutschland sind und die Deutsch lernen, machen wir Trickfilme. Und so sieht die Webseite aus. Und dann zeige ich euch mal, da sieht man immer den Namen von den Filmen und an welcher Schule sie entstanden sind und wann. Und die Filme sind immer so mit 3 bis 5 Schülern entstanden. Und dann können wir uns den Film mal anklicken und dann landen wir auf der Seite zusammen mit allen Scherenschnitten, die in dem Film vorkommen. Und da könnt ihr auch ein bisschen Deutsch lernen. Dann könnt ihr unterhalb von den Filmen auch sehen, welche Hintergründe, also alles, was hinter den Scherenschnitten zu sehen ist, in dem Film vorkommen und welche Geräusche in dem Film vorkommen und so weiter. Jetzt zeige ich euch mal, wie das auf eurem Telefon aussieht. Also auf dem Telefon sieht es so aus, da könnt ihr euch auch die Filme anschauen. Alles, also da oben im Kino seht ihr alle Filme, die schon fertig sind, die sind schon fertig vertont. Und hier könnt ihr dann Filme selber machen. Das zeige ich euch später. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns erstmal einen Film an, damit ihr
euch vorstellen könnt, wie das dann aussieht, wenn die ganzen Figuren in Bewegung sind. Okay, Film ab. Im alten Ägypten. Guten Morgen. Heute lernen wir etwas über die alten Pyramiden in Ägypten. Heute ist Montag. Der Lehrer erzählt über die alten Ägypter und die Pyramiden. La 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 la. Oh, schon wieder zu spät. Tina mag den langweiligen Geschichtslehrer nicht, deshalb kommt sie zu spät zur Schule. Hallo, guten Morgen. Warum bist du zu spät gekommen? Weil ich ihren Unterricht langweilig finde. Leute wie dich macht mich krank. Wer nicht hören will, soll fühlen. Der Lehrer wird wütend. Er hat magische Kräfte. Oh, was ist denn jetzt los? Was passiert mit mir? Und schickt Tina auf eine Zeitreise. Mir ist schwindelig. Tina steht plötzlich neben dem Sphinx. Was? Wo bin ich jetzt? Und wer bist du denn? Du bist im alten Ägypten. Oh, ich bin in die Vergangenheit gereist. Wie komme ich wieder in die Gegenwart? Anubis kann dir helfen. Tina trifft Anubis und bittet ihn um Hilfe. Hallo, bist du Anubis? Ja. Ich habe viel von dir gehört. Und was willst du von mir? Ich brauche deine Hilfe. Ich will zurück nach Hause. Sing ein Lied für mich, dann kommst du zurück. Okay. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. Sie singt ein arabisches Lied. Oh, das war sehr schön. Say cheese. Sie macht ein Selfie von sich und Anubis. So, jetzt will ich euch mal zeigen, wie wir den Film weitermachen können. Also, wir gehen jetzt hier unterhalb von dem Film, könnt ihr sehen, können wir den Film, einen Trickfilm selber machen. Ihr könnt das aber auch hier machen, einen eigenen Trickfilm. Aber wenn ihr hier unterhalb von einem Film seid, dann landet ihr auf einem Tricktisch, also einem digitalen Tricktisch mit allen Figuren, die in dem Film vorkommen, den ihr euch gerade angeschaut habt. Und später werden die dann auch in dem Archiv, in dem Filmarchiv neben, unterhalb der Filme zu sehen sein. Jetzt als erstes könnt ihr euch mal alle Scherenschnitte, die es gibt, anklicken und zur Seite legen. Und dann euch überlegen, wie die Szene weitergehen könnte. Überlegen wir gemeinsam, wie die Szene weitergehen könnte. Wir suchen uns jetzt hier einen Hintergrund aus. Und dann seht ihr, es gibt schon ganz viele Hintergründe, die alle aus anderen Filmen, die es schon gibt, sind. Und hier sind zum Beispiel lauter Hintergründe, die im Weltall spielen. Hier lauter Hintergründe, die in einem Haus spielen. Hier auf dem Land, in der Natur, am Meer. Irgendwelche Muster, abstrakte Formen und Farben.
hier alles, was in der Stadt spielt und hier alles, wo Straßen in den Hintergründen vorkommen. Wir suchen uns jetzt die Pyramiden. Wo könnten die sein? Ah, hier haben wir die Pyramiden. Okay, also, Tina hat gerade ein Foto gemacht. Also, genau, ihr seht, ihr könnt die Figuren größer und kleiner ziehen. Ihr könnt sie drehen und ihr könnt sie spiegeln. Bei den Scherenschnitten, bei den digitalen Scherenschnitten, könnt ihr sogar auch die Gelenke bewegen, indem ihr hier auf diese rosanen Punkte klickt und dann könnt ihr das verziehen, könnt ihr die Gelenke bewegen. Und jetzt machen wir ein Foto, indem wir hier drauf gehen, neues Foto machen und ihr seht, im Moment gibt es hier unten nur ein Foto. Wenn ich jetzt ein weiteres Foto mache, gibt es plötzlich zwei Fotos. Und dann könnt ihr irgendwas bewegen, irgendwas von den Scherenschnitten, irgendeinen Scherenschnitt, den es gibt, könnt ihr bewegen, könnt wieder ein Foto machen und wieder bewegen und wieder ein Foto machen und so weiter. Je mehr Fotos ihr macht, umso länger wird der Film. Und jetzt verrate ich euch noch einen Trick. Ihr könnt auch, wenn ihr am Laptop arbeitet, anstatt auf das Foto zu gehen, könnt ihr auf die Enter-Taste, also das ist die Taste, die am Ende vom Alphabet ist, also von den ganzen Buchstabentasten und dann so einen eckigen Pfeil hat. Wenn ihr da drauf geht, dann macht ihr auch ein Foto. Und dann könnt ihr den Film abspielen, indem ihr hier auf die Abspieltaste geht oder auch auf die Leertaste. Und jetzt seht ihr, dass Tina das Telefon Anubis zuwirft. Und hier könnt ihr jetzt einen Zwischentext hinzufügen. Ihr müsst einfach nur hier draufklicken und dann könnt ihr hier mit der mit euren Tasten was reinschreiben. Anubis fragt, was das für ein Apparat ist. Und wenn ihr dann was geschrieben habt, müsst ihr, um wieder zurück zu den Bildern zu kommen, macht ihr wieder ein Foto. Und dann seid ihr einfach auf dem letzten Foto, das ihr zuvor gesehen habt. Die Texte werden dann wie so abgespielt, dass man mitlesen kann. Okay, jetzt würde ich sagen, speichern wir mal. Das macht ihr, indem ihr hier auf Film speichern und veröffentlichen geht. Und dann seht ihr, dein Film wurde online gespeichert. Falls das nicht erscheint, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr gerade vom Internet getrennt seid und deswegen der Film nicht gespeichert werden kann. Dann wartet ihr einfach, ihr lasst ihr einfach die Seite so lange geöffnet und wartet so lange, bis ihr wieder im Internet seid. Versucht das Internet neu zu starten und versucht dann zu speichern. Erst wenn erscheint, dass der Film gespeichert wurde, könnt ihr sicher sein, dass er wirklich gespeichert wurde. Und weil er jetzt gespeichert wurde, könnt ihr aber auch einfach aus dem Tricktisch rausgehen und könnt euch sicher sein, dass er noch da ist. Und zwar findet ihr ihn dann,
ganz vorne auf dieser Seite. Also wenn ihr hier drauf geht, findet ihr immer am neuesten gespeicherten Film ganz vorne. Und hier könnt ihr dann immer sehen, wie viele Bilder er hat. Hier könnt ihr zum Beispiel den Titel sehen von dem Film und auch wie viele Bilder und so weiter. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze auf dem Mobiltelefon aussieht. So, also jetzt gehen wir auch hier. Jetzt gehen wir hier auf diese Seite und laden hier neu. Und dann seht ihr, auch hier ist der Film ganz oben zu sehen. Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, dann passiert Folgendes. Dann wird euch gesagt, drehe das Gerät ins Querformat, also in das Landschaftsformat, oder benutze die Webseite wie eine App. Und das macht ihr, indem ihr hier auf diese drei Punkte neben der URL-Zeile geht und dann zum Startbildschirm hinzufügen klickt. Und dann seht ihr so ein T und macht hinzufügen, automatisch hinzufügen. Und dann erscheint hier sowas wie eine App. Und wenn ihr dann die Seite von hier aus startet, dann werdet ihr automatisch immer im Querformat die Seite öffnen. Und dann könnt ihr im Querformat auch direkt weiterarbeiten. Ihr arbeitet weiter, indem ihr auf diesen Bleistift geht. Hier seht ihr immer, wann der Film gespeichert wurde, zu welcher Uhrzeit. Also, und wenn ihr je häufiger ihr speichert, umso mehr Zahlen und seht ihr hier. Jetzt gehen wir auf Weiter bearbeiten. So. Jetzt habe ich nochmal gespeichert, genau. Und wenn wir jetzt hier sind und zum Weiter bearbeiten, dann seht ihr auch wieder die ganzen Symbole, die wir vorhin gesehen haben. Also das Bildwörterbuch und auch Geräusche. Jetzt sind wir hier im letzten Bild und jetzt könnten wir vielleicht sowas machen, dass wir einen anderen Hintergrund auswählen. Also immer wenn, nachdem es einen Text gegeben hat, ist eine gute Möglichkeit, sich einen anderen Hintergrund auszuwählen. Das machen wir, indem wir hier auf den Hintergrund gehen und dann wählen wir jetzt zum Beispiel einen gelben Hintergrund aus. Und jetzt können wir Tina größer ziehen. Anubis hat sie gerade gefragt, was das für ein Apparat ist. Jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Es gibt nämlich, wenn ihr hier ins Bildwörterbuch geht, seht ihr, könnt ihr jetzt euch auch neue Figuren dazu holen, die ihr benutzen möchtet. Und vielleicht wechsle ich jetzt doch wieder auf den Laptop, weil ihr das besser sehen könnt. Also, wir öffnen hier. Gehen auf Film weiter bearbeiten, springen hier hinten in das letzte Bild, in dem wir sind und fangen mit einer neuen Szene an, also einem neuen Abschnitt, indem wir uns einen neuen Hintergrund auswählen. Und
hier können wir uns neue Figuren aussuchen. Also hier oben gibt es so Zeichnungen, die erklären sollen, was ihr hier überfinden könnt. Also hier findet ihr lauter Buchstaben und Zeichen. Und hier zum Beispiel, hier Natur und Pflanzen, Tiere und hier Menschen. Und hier Figuren mit Gelenken. Aber ihr könnt auch hier auf die Lupe gehen und einfach was eintippen. Jetzt tippen wir mal ein Tina. Und dann sehen wir, ah ja, es gibt doch schon einige Figuren. Und dann sehen wir, wir haben Tina noch einmal ohne Mund. Und jetzt gehen wir nochmal auf das Bildwörterbuch und suchen einen Mund. Das können wir so machen, dass wir hier auf Menschen gehen. Und dann seht ihr hier ganz viele Scherenschnitte, die von allen möglichen Schülern gezeichnet wurden. Und die sind alphabetisch geordnet. Und da gibt es jetzt den Mund. Dann suchen wir uns einen Mund aus, klicken ihn an und dann erscheint er hier auf dem Leuchttisch. Und jetzt machen wir einfach weiter. Wir machen ein Foto, bewegen den Mund ein bisschen und vielleicht auch den Arm. Und ihr könnt auf jedes Bild nochmal klicken, wenn euch irgendwas doch nicht gefällt, und könnt da nochmal was dran verändern. Und dann könnt ihr euch das jederzeit anschauen. Jetzt könnte Tina ihm erklären, was das für ein Apparat ist, dass man damit Fotos machen kann, aber nicht nur Fotos, dass man auch telefonieren kann. Aber ob er weiß, was, ob Anubis weiß, was Telefonieren ist. Anubis fragt jetzt, ob er auch ein Foto machen kann von sich und der Sphinx. Oder ob Tina ein Foto machen kann von ihm und der Sphinx. Jetzt müssen wir uns das Telefon wiederholen. Das machen wir, indem wir hier das Smartphone eingeben. Also, vielleicht wirft Anubis das Telefon wieder zurück und fragt Tina, ob sie ein Foto von den beiden machen kann. Tina sagt klar, das macht sie gerne. Und dann machen wir auch schon, in der nächsten Szene sehen wir schon, wie das Foto gemacht wird. Ist immer gut, wenn man unterschiedliche Perspektiven hat. Mal sieht man Szenen ganz groß. Also jetzt machen wir zum Beispiel das Telefon ganz groß. Und man sieht jetzt, wie ein Foto gemacht wird. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr euren Film vertonen könnt. Und zwar geht ihr hier auf Geräusche auswählen und sucht euch ein Foto aus, ab dem das Geräusch starten soll. Und hier seht ihr ganz viele Geräusche. Da seht ihr auch schon die Geräusche, die auch in dem Film vorkommen.
Dann lassen wir mal das Geräusch, wenn Tina das Telefon zu Anubis wirft, gibt es dieses Geräusch. Und wenn ihr ein Geräusch stoppen wollt, dann sucht ihr euch das Ende von dem Geräusch aus, das Foto, an dem das Geräusch aufhören soll, und geht auf Stille. Hier spricht Tina, und jetzt könnten wir zum Beispiel hier, wenn sie ein Foto macht, können wir ein Geräusch von einem Foto aussuchen. So, und jetzt können wir das Ganze nochmal abspielen von vorne. Also ihr könnt, wenn ihr auf dem letzten Foto seid, wird der Film automatisch von vorne abgespielt. Anubis fragt, was das für ein Apparat ist. Kannst du ein Foto machen von uns? Und so, habt ihr das Geräusch gehört? Super, ich speichere jetzt mal den Film. Und zeige ich euch nochmal einen anderen Film. Hier sieht man nochmal den Anfang vom letzten Film. Jetzt aktueller. Weil wir haben ja gar keine Schule. Ich spiele ihn mal ab. La 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 la. Ring, 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 ring. So, also ihr könnt dann immer die Texte auch selber mitlesen und ihr könnt die Texte auch in anderen Sprachen schreiben. Wenn ihr, um Filme selber zu machen, geht ihr auf Tricksmix TV. Und im Kino könnt ihr lauter Filme sehen, die vertont wurden. Hier könnt ihr lauter Filme sehen, die selber gemacht wurden. Hier könnt ihr selber einen Film machen. Und da landet ihr dann bei drei zufälligen Zeichnungen. Den speichern wir jetzt nicht. Hier ist das Bildwörterbuch mit allen Zeichnungen, die es gibt. Und die sind zum Teil auch schon in anderen Sprachen übersetzt. Die Alienbühne, Uzaylılar için sahne. Wenn es viele Zeichnungen gibt, könnt ihr euch viele Zeichnungen anschauen und auch sehen, welche Filme, in welchen Filmen die Zeichnungen vorkommen. Die Scherenschnitte vorkommen. Die Alienbühne, der Akkuschrauber. Das ist das Vokabelspiel. Hier könnt ihr selber ein bisschen spielen und schauen, welche Wörter kennt ihr schon. Und wenn die Wörter zusammenpassen, dann verschwinden sie. Hier könnt ihr ein
PDF machen, also ein Arbeitsblatt, und das dann auch, wenn ihr es gespeichert habt, herunterladen und ausdrucken. Und hier auf der Infoseite findet ihr nochmal genauer erklärt, wie ihr einen eigenen Trickfilm machen könnt. Wenn ihr das nochmal genauer anhören wollt, dann habt ihr hier nochmal jedes Symbol erklärt und auch nochmal einen Film, der euch erklärt, wie das geht. Okay, so, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Und ich verabschiede mich und sage, Film. Du bekommst einen Zaubertrank, weil mir dein Lied sehr gefallen hat. Oh, wofür ist der Zaubertrank? Wer davon trinkt, wird wohl immer nett. Ah, dann weiß ich, wer ihn braucht. Anubis holt den Zaubertrank. Gute Rückreise, mein Hut Machotauri. Anubis spricht einen Zauberspruch und Tina dreht ihre Zeitreise an. Tina bringt ihrem Lehrer den Zaubertrank. Oh nein, du bist schon wieder da? Ja. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Trinken Sie! Kinder, wisst ihr, ihr seid die besten Schüler. Ihr bekommt alle eine Eins. Ein Film von Nada. Kilma Hilwa. Sherihan. Hilwa ya baladi. David. Ghinwa Hilwa Ghinwatin. حلوة يا بلدي V-L-A-N-T-I-N فالنتينا Tschüss.